Hey und herzlich willkommen zum heutigen MikeWiki-Video und danke wieder an euch an die vielen coolen Begriffe vom letzten Mal. Und ich würde sagen, heute sind es wieder drei Begriffe und wir schauen gleich die Zahlen an. So, zu Beginn gleich wieder zwei Zahlen zusammen, weil wieder mal zwei Zahlen von einer Person kamen. Und zwar Nummer 5 und Nummer 4 waren von der lieben Julia. Liebe Grüße gerne an dich raus, danke für deine Begriffe. Und dieses Mal war es bei dir der Zeltplatz und Planetarium. Und dann hatten wir noch die Nummer 7 vom Kai. Danke an dich und ganz liebe Grüße an dich raus. Und bei dir ist es heute die Waffel geworden. Ja, spannende Begriffe. Mal gucken, was ich draus gezaubert habe. Viel Spaß! So, da bin ich zurück mit diesem Bild heute und ich hoffe, man kann die drei Begriffe ganz gut erkennen. Gut, die Waffel, die ist vielleicht ein bisschen mickrig geworden, ein bisschen winzig geraten, aber ich hoffe, ihr habt es ja erkannt, dass eine der beiden Personen genüsslich einfach eine Waffel hält und diese isst, während sie mit der anderen Person ja einfach in diesen wunderschönen Sternenhimmel schaut und ja tatsächlich einfach sich am Zeltplatz steht und einfach genießt. So, das ist so die Idee. Und warum ich das auch so in so einem Planetarium gemalt habe, vielleicht ganz kurz vorab die Frage, war jemand von euch schon mal im Planetarium? Und wenn ja, was waren eure Erfahrungen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Bei mir war es nämlich so, als ich schon mal ein paar Mal war, hat es eigentlich mitunter fast immer so angefangen. Es war ja mathematisch so ein bisschen immer je nach Vorführung eingeteilt, je nachdem, was man eben anschauen wollte. Aber im Endeffekt habe ich es immer so in Erinnerung gehabt, dass man sozusagen, bevor man in das Weltall steigt und da das ganze Universum sich anschaut mit den ganzen Sternen und was es da nicht alles zu sehen gibt, also dieses faszinierende All, hat es immer so gestartet mitunter, dass man einfach irgendwo auf der Erde gestanden hat oder wie wenn man der
die Person wäre, also eine von den beiden, die steht und von deren Augen einfach von der Erde aus hochschaut. Und deswegen habe ich mir einfach so überlegt, ja, ich mache einfach so eine Szene, bild sie nach und zeichne sie nach und hatte die Idee dabei, dass ich eben ja im Planetarium, was leider nicht besucht ist gerade, weil es ja gerade schwierig ist momentan, aber dafür trotzdem einfach diese Vorführung sich ja mal laufen lassen wollte, weil es vielleicht ganz neu ist und mal testen, wie es ausschaut. Und ja, und da habe ich eben gedacht, dass eben der Einstieg für dann die ganze Weltallgeschichte eben dieser Zeltplatz ist, wo die zwei Menschen ja genüsslich in die Waffel beißen, essen und in diesen wunderschönen Sternenhimmel gucken. Genau, das zu der ganzen Story drumherum, wieso ich das gemalt habe. Wie gesagt, ihr könnt gerne auch in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Bild findet. Ansonsten bitte wieder ganz fleißig unten unter dieses Video Kommentare schreiben, Begriffe schreiben, die nächsten drei, damit ich fürs nächste Video wieder coole Begriffe uns zusammen generieren kann. Und ja, ich bin schon ganz gespannt. Und wenn es euch gefällt, gerne auch einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten einen wunderschönen Tag euch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, eure Kinga. Tschüss.